Hallo zusammen, Freakly hier von MagicBlocks.de. Ich nehme heute von Blacky ein DigTech Video auf und es ist mein Bug Leovold oder Legacy Bug Draydrop Tribal Deck, das ich zurzeit spiele. Cooles Deck, das mal entstanden ist aus einer Shell, die immer mehr verbannt wurde und dann letztendlich ein Midrange-Haufen ist, der so ein bisschen das Meta anpackt, das bei uns und auf den meisten kleineren Turnieren herrscht, wo er eben viel gegen Delver spielt, wo er gegen Doomsday spielt oder Combo und gegen Showntell zum Beispiel und wo die Karten, die hier im Deck sind, einfach euch einen guten Push geben, wenn viel Death and Taxes da ist. Die machen gegen das Deck auch relativ wenig, solange Kaldra Complete irgendwie handelt. Ich führe euch mal durch das Deck und erkläre so ein bisschen, was ich da spiele. Die coolste Karte ist auf jeden Fall Leovold. Deswegen habe ich das Deck gebaut. Schaltet relativ viele Decks ab. Ist gut gegen fast alle Archetypen. Das Einzige ist, dass er 3 Mana 3-3 jetzt nicht der Monsterbeater ist. Vom Monsterbeater haben wir aber Uro noch als 3-Drop. Uro, super, kommt später im Spiel. Und dann haben wir noch die Endurance, die theoretisch 3 Mana kostet, aber meistens eben for free ist. So, das sind so unsere Hauptbieter eigentlich, die wir hier haben. Dann haben wir als ein Midrange-Deck 4-mal die Baleful Strix drin. Dann haben wir eben gerade, weil es auch ein Graveyard-Meta ist und weil die Karte mich super überrascht hat, 4 Doughty Voidwalker drin. Die sind echt cool. Die blocken leider nicht, aber im Legacy wird gern mal nicht geblockt. Super holt Counterspells wieder, macht Counterwars, wenn der draußen liegt, echt schwierig für einen Opponent. Wenn euer Ziel sowieso nur ist, Combo aufzuhalten, super. Und er haut doch für 3 jede Runde, wenn das ein bisschen Stack oder Sport kontrolliert, ist der Wahnsinn. Und wir haben noch einen Murktide Regent drin, der vor allem Spiel 2, Spiel 3 stärker wird, wenn wir vielleicht Uros rausboarden oder so. Aber ihr kriegt den Friedhof voll genug, dass der, ja, Damage macht, sozusagen. Das sind die Creatures, die wir da haben. Das Ganze, wir sind ein blaues Deck. Das heißt, wir spielen Forcen. Wir spielen 4 Force of Will, 2 Force of Negation. Dann spielen wir die blauen Cantrips, die man spielen will. Wir spielen 4-mal den Brainstorm. Super coole Karte und die stärkste Karte wahrscheinlich in Legacy. Wir spielen 4 Ponder. Da seht ihr schon, Ponder Brainstorm. Wir wollen den Friedhof ein bisschen vollkriegen für unsere Delver oder für unsere Delve-Kreaturen. Dann haben wir als Kartenvorteil eine Sylvan Library drin und eine Hymtotoric. Die sind beide roher Kartenvorteil sozusagen. Wir spielen 2 Thoughtseize Main, um einfach uns Turn 1 auch noch was zu ermöglichen. Oder irgendwie so ein bisschen eine Combo zu bringen. Combo in Anführungszeichen mit dem Voidwalker, wenn wir dann doch was Großes nehmen können und direkt casten. Wir haben Main Deck 2 Abrupt Decays als Removal, 2 Assassin Trophies und 2 Fatal Push. Das ist gerade der Split, den ich spiele. Der muss nicht richtig sein. Je nach Meta könnt ihr mehr Pushes, was auch immer. Für mich fühlt es sich ganz okay an, vor allem weil die Gegner oft nicht so viel Basic Lands spielen zurzeit und deswegen die Trophies auch früh gut sind. Und dann kommen wir nämlich zur Mana-Basis. Die ist ultra greedy. Wir sind kein Wasteland-Deck, wie ihr es euch schon bei den Mana-Kosten gedacht haben. Wir spielen 4 Polluted Delta. Wir spielen 4 Mistys und 3 Verdant Catacombs als unsere Fetch-Länder. Und dann haben wir die volle Targets drin. Ein ganzes Playset Underground Seas. Wir haben 3 Tropical Islands drin und 2 Bayous. Das ist die Mana-Basis, 20 Länder, relativ viel von Legacy-Deck, aber wir haben eben 3 Drops, die wir casten wollen. Sideboard zeige ich euch, das ist so ein bisschen, kommt ja mal aufs Meta an. Blue Elemental Blast finde ich super, alles Mögliche, vor allem auch gegen Ragavans ist der ganz cool zu haben. Damping Sphere, weil bei uns dann doch Cloud Post noch rumrennt. Ich habe noch meinen Push, einfach für ein weiteres Ragavan-Out. Gegen die Doomsday will man noch die dritte Endurance.
Dann für meine Elfenfreunde, jedes Mal, wenn Julian kommt, braucht man eben Bladecrafter. Und deswegen habe ich 3 Stück im Sideboard. Ich habe eine Lily of the Veil für faire Matchups. Die könnt ihr reinbauen, auch gegen Control. Ihr habt es gesehen, wenn ihr einen Uro habt, dann bringt die immer Spaß. Dann haben wir noch 2 Force of Vigor. Die ist vor allem cool gegen Ursa Saga. Werdet ihr wahrscheinlich viel sehen oder sieht man viel zurzeit. Ich habe gerade noch 2 Edikte drin. Das hat damit zu tun, dass wir viele Lance-Spieler haben und nicht alle Lance-Spieler auf Ursa Saga umgestellt haben. Es kann aber sein, dass die bald weiteren Forcen, grünen Forcen weichen. Dann haben wir noch eine Duress, die random gegen Control ist. Und noch ein Veil of Summer, auch fürs Control-Matchup, sodass ihr im Control-Matchup eure Removal, das nichts trifft, rausborden könnt und dann doch mit Liliana, Duress, Veil of Summer und vielleicht einen Blue Elemental Blast genug zum Reinborden habt. Jo, das ist die Deck-Idee an sich. Wir legen einen 3-Drop und der snowballt an sich, indem er wie Leovold eine Karte zieht, wenn er removed wird, wenn er wie Uro immer wieder kommt oder wenn er sowieso schon mal Kartenvorteil generiert, wie eine Endurance, die es ins Spiel kommt. Wir haben Baleful Strix, die ein 2-for-1 ist und wir haben den Voidwalker, der ein 2-for-1 ist. Das heißt, klassisch Sippe-Deck in Legacy 2-for-1 Tribal. Und funktioniert ganz cool. Also, wenn ihr Bock habt, probiert die Liste aus. Funktioniert. Schreibt mir dazu, wenn sie nicht funktioniert. Flamet mich gern, wenn ich Blödsinn verzapfe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Legacy-Turnier. Bye, bye.